Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das ist Daniel. Und ich bin der Bernardo. Wo sind wir auf dem Weg hin? Ja, wir fahren jetzt nach Austria. Austria? Ja, freilich. Freilich Österreich. Wir kommen. Und zwar werden wir ein Seminar haben. Wir sind da eingeladen worden in eine Schule der Verkündigung mit Zeichen und Wunder. Und wir werden den Sons in Action da machen. Die Söhne werden in Action Wunder und Zeichen erleben. Also Söhne in Aktion auf der Straße mit Zeichen und Wunder und Menschen näher zu Jesus führen und zu Jesus führen. Oder? Genau. Okay, in diesem Sinne, wir werden euch mitnehmen und wir werden vieles erleben. Bis gleich, bis bald. Hey, wir sind hier in dem wunderschönen Österreich. Die Österreicher sagen nicht Berge, sie sagen dazu Hügel. Und wir sind dazu da, den Menschen das wahre Evangelium zu bringen. Den einzig wahren Weg, und das ist Jesus. Und wir machen die Hügel zur Ebene, sodass der Weg zum Vater frei ist. Kommt mit, erlebt Wunder und Zeichen. Schaut euch mal diese Gegend hier an. Wir sind Missionare, die unterwegs sind und so eine wunderschöne Gegend genießen dürfen. Aber gleich müssen wir uns schon beeilen. Ja. Wir sollten fahren. Komm, komm. Also ewig weiß ich nicht, aber es geht bestimmt noch weiter, nachdem er gestorben ist. Also finde ich, bin ich mir sicher. Für mich selber. Aber jetzt kannst du sagen, hey, das ist ein Trick. Arbeitet Jesus oder Gott auch mit Tricks? Ja? So, wir sind hier in Österreich. Wir waren auf der Straße und wir haben ganz viel wieder gesehen. In Gottes Augen gibt es keinen Misserfolg, alles ist Erfolg. Warum? Wir streuen das Wort Gottes, wir bringen die Liebe auf die Straße. Und es war eine große Gruppe, ich glaube es waren so über 25, 26 Leute. Wir haben uns in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt und einfach in die Stadt. Die Stadt unsicher gemacht für Satan, für den Feind. Und wir haben das gestreut. Und es steht geschrieben, wenn wir das Wort Gottes aussprechen, fällt einiges immer auf guten Boden. Einiges unter die Dornen, einiges auf dem Weg und so weiter. Aber vieles fällt auf guten Boden. Und dann haben wir gesehen, wie Menschen gesund wurden, Schmerzen weggingen. Wir haben auch Ablehnung gesehen. In unseren Augen ein Misserfolg, aber in Wirklichkeit in Gottes Augen ein Erfolg. Denn jeder wird einen Schritt näher zu Jesus gebracht.